Aloha, ich grüße euch. Ich habe neue Blöcke für euch und zwar einen ganzen Stapel. 1, 2, 3, 4 folierte, wovon ich euch 3 schon gezeigt habe. Deswegen zeige ich euch die zum Schluss. Der hier ist auch für mich neu. Und dann schwupps, 6 normale. Die zeige ich euch in alter Dönsrad-Manier, Einzelblatt für Blatt, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und dann fangen wir an mit den normalen. Den einen oder anderen habt ihr wahrscheinlich schon in irgendeinem Haul gesehen. Ich weiß es nicht. Ein paar sind für mich gänzlich neu. Also habe ich nur auf der Craft Sensation Seite gesehen, dass der kommt. Aber ansonsten, ja, viel Spaß dabei. Dann fangen wir mal an. Uiuiuiui. So, wir nehmen diesen Floral Feelings. Ja, mega schön. Sagt mir so total zu. Oberhammer. Toll. So, ja, das ist Geschmackssache. Mir gefällt's. Man muss nicht immer das Ganze, auch mal wenn man was ausgestanzt hat, ne? Eine Kleinigkeit oder nur so einen Streifen nutzt. Ich finde es richtig mega. Doppelseitig natürlich. Das finde ich bei den einfachen ja echt immer total toll. Hier so wie Watercolor. Richtig cool. Dann haben wir hier wieder die Blümchen. Das war auch schon mal irgendwo. Das kommt mir auch bekannt vor. Und das hier kommt mir auch bekannt vor. Aber es ist ja egal. Man verbastelt ja auch. Damit habe ich auch schon ein Goodiebag gebastelt. Ja. Und hier wunderschön. Das Watercolor. Dann hier, ich weiß, sind das Kirschblüten? Ich weiß nicht. So, dann hier mit den Klecksen drauf. So Art, ja, was ob das Galaxy ist. Dann hier Watercolor. Hier so wie Aquarellblümchen. Dann das, ja, das ist nicht ganz so meins. Dann haben wir hier wieder Aquarellpapier. Das hier kenne ich auch. Also die sind wirklich teilweise nochmal neu aufgelegt quasi. Ne? Auch sehr schön mit den Blümchen. Hier wieder Watercolor. Auch sehr, sehr schön. Und hier mega voll meins. Richtig cool. Halt's mal ein bisschen näher. Ich muss ja gerade das Lineal hier wegtun, da komme ich immer dran. Weil ich habe noch nicht alles vom letzten Video weggeräumt. Ich muss erst, morgen ist die große Räumaktion. So. Sehr blumenlastig, aber ein toller Block. Ja, hier teilt er sich und dann geht es nochmal von vorne los. Das blätter ich jetzt nur so durch. Ihr habt ja beide Seiten gesehen. Alle Artikelnummern, ich fotografiere die Blöcke, alle Artikelnummern kommen in meine Facebook-Gruppe. Ihr wisst, bei Action kann man bestellen, wenn die bestellbar sind. Ab 50 Euro Einkaufswert in der Filiale, aber es muss halt bestellbar sein. Teilweise haben die Blöcke die gleichen Nummern, da muss man halt Glück haben, ne, was man bestellt. Aber das just for information. Ja, Floral Feelings. Block Nummer 1. Block Nummer 2, Botanic Feelings. So, ja, super. Holzoptik, sieht richtig cool aus. Ich lege euch das so, obwohl machen wir so immer ein Blatt und dann blättern wir den komplett durch. Ne? Hier, ja, ihr seht ja, ich muss das ja nicht alles kommentieren. Ein Blatt in Großformat. Hier so, ja, das ist nicht nur schwarz-weiß, es ist so ein Schüssken, grau, grün, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch Knick in der Optik. Ja, Holz, richtig cool. Hier auch. Und auch mal schönes Holz, wie ich finde. Es gibt ja verschiedene Drucke mit Holz. Manchmal gefällt es mir, manchmal nicht. Hier haben wir wieder die Blümchen. Hier so ein paar Ranken oder Blätter oder Äste. Wieder das tolle Holz. Dann haben wir hier so, ja, irgendein Geflecht. Hier ganz kleine Blümchen, ganz filigran.
dieses Fischgrätmuster mit dem Holz. Ja, hier teilt sich der Block. Dieses tolle Grün, sehr, sehr schön. Wir machen aber weiter, weil wir ja immer nur eine Seite gesehen haben. Ihr seht zwar hier ein Stück von dem anderen, aber einmal tutti completti. Sehr schön. Kleinen. Hier sowas ganz Grünes, auch mal schön. Ja, hier Monstera-Blätter und anderes Gummibaumblätter und. Auch richtig schön. Ja, das ist so nicht meins. Und hier Blatt nochmal in der Nahaufnahme. Wir haben hier schwarz-weiß. Und dann hier so, ja, Struktur. Da haben wir das. So, manche sind aber komisch angeordnet. Oder meine ich das nur? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Botanic Feelings oder Botanic Feelings. Block Nummer 2. So, jetzt kommen wir zu Block Nummer 3, Magic Feelings. Und ja, mit Schwänen stehe ich ja voll drauf. Und ich sehe schon hier ein Papier, das gab es auch schon mal in einem Block. Hier sind lauter kleine Flugzeuge drauf. Das ist ja auch mega, ne? So rosa, verranzt. Hier mit, ich weiß nicht, ob die Kamera es einfängt. Halt wie verdreckt. Total cool. Ja, Punkte gehen immer. Ja, das muss man mögen. Aber da sind die Geschmäcker ja auch verschieden. Mega, finde ich total cool. Das ist auch sehr, sehr edel. Ganz edles Blau. Mit so Röschen drauf oder Blumen, ich weiß nicht was. Und das sieht mir aus wie dunkelblau. Ja, ich würde sagen, das ist dunkelblau. Ich lege mal gerade hier, das ist schwarz. Ja, ich weiß nicht. Dafür ist das Licht auch zu schlecht. Gestreift, aber ich weiß nicht, ob es ganz dunkelblau oder schwarz ist. Das kann ich jetzt nicht erkennen. Hier Pegasus-Pferde. Auch richtig cool. Dann hier wieder floral. Das war auch mal irgendwo, habe ich auch schon verbastelt. Das war auch in irgendeinem Block drin. So, hier die Blümchen. Hier mit Rauten. So, dann haben wir hier diese Schwertlilie oder wie die heißen. Ne? Lilie, Schwertlilie, ich weiß nicht. Könnt ihr mich berichtigen, wenn das falsch ist. Dann haben wir hier dieses Muster. Dann, das sieht auch sehr, sehr hübsch aus. In einem schönen dunklen Blau mit den Blümchen. Dann haben wir hier lauter kleine Vögelchen drauf. Ja, und das sind auch so Ranken, Ornamente. Rankenornamente. Ich weiß nicht, ob es... Richtig cool. Ja, hier einfach wieder so ein bisschen Struktur. Lamas oder Alpakas, ich weiß es nicht. Hier so kleine, ich weiß nicht, was das für ein Muster ist, fällt mir gerade nicht ein. Dann haben wir hier, das sind Diamanten, ganz, ganz klein, in verschiedenen Größen. Dann haben wir hier das ein bisschen abgeschwächt, das war ja eben ein bisschen kräftiger in der Farbe. Ja, und dann das hier gab es schon mal. Da habe ich auch, wer hat mir das denn geschickt? Da hat mir einer eine Box rausgebastelt und ich habe damit auch schon gebastelt. Aber ich finde es mega, ich finde es nicht schlimm. Ne? Weil manche Blöcke bekommt man nicht mehr und dann ist man echt froh, wenn es dann die Sachen nochmal gibt. So, das war der Magic Felix. Block Nummer 3. Jetzt kommt Block Nummer 4, Basic Feelings. Da bin ich ja total gespannt. So sagt er mir erstmal nicht so, also nicht so viel. Obwohl die Punkte, XOXO,
Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Doch, das ist schon mal richtig schön. Ne, man muss die Blöcke durchgucken. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja, Punkte, muss ich nichts zu sagen, geht immer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Das, ne, Punkte sind. Sterne gehen auch immer. Dann haben wir hier dieses XOXO. Und hier dunkelblau mit Sternen drauf. Guckt mal, wie toll das Papier aussieht. Ich finde es richtig cool. Ja, das doch. Also das Äußere trügt. Es gefallen mir mehr Sachen, wie ich von außen jetzt erstmal gedacht habe. Gestreift, also diagonal gestreift. Dann wieder gepunktet. Also ein richtig cooler Basic-Block. Richtig cool. Hier die Sterne etwas kräftiger. Wieder gepunktet. In so einem ja, Aprikot-Rosé, Alt-Rosé. Kommt drauf an. So, dann das ist doch das von vorne. Muss ich nochmal gucken. Ne? Ja. Ah ja, hier teilt er sich. Da haben wir das schwarze. XOXO. Und hier haben wir auch dunkelblau mit Love. Hier haben wir Sterne, ne, Sternbilder. Ja, muss ich nichts zu sagen. Absolutes Basic. Kann man immer gebrauchen. Ja, hier haben wir Fleischfarben. Gepunktet. Nochmal gepunktet. Ist das gleich? Wollen wir doch gerade mal gucken. Ja, es sind die gleichen. Nochmal gepunktet. Dunkelblau mit so einem, ja, auch ja, Alt-Rosé oder Aprikot. Ich denke mal eher, ja, so eine Mischung, ne? Nochmal gestreift. Ja, mega. Richtig cool. Kleine Herzchen. Dann dieses Love in einer anderen Farbe. Und das war der Basic Feelings. Richtig cool. Den brauche ich auf jeden Fall nochmal. So, dann haben wir Vintage Feelings. Da bin ich jetzt mal gespannt. Es ist ja, ich meine, den hätte ich auch schon irgendwo gesehen. Ich weiß es nicht. Bestimmt. Aber es ist immer noch was anderes, ob man ihn in Händen hält und in Natura sieht oder halt im Film. Deswegen im Moment schmeißen die ja so viel Neues raus an Blöcken und so. Da kommt man gar nicht mehr hinterher. Also ich bin da total verwirrt. Ich werde auch jetzt nicht jedes Muster da einzeln kommentieren, aber das ist toll. Richtig cool. Schmetterlinge. Grüße an Muriel. Das ist auch schön. Also Grünstruktur. Sowas. Ja, das ist auch wieder richtig meins. Richtig cool. Bisschen auf alt gemacht. Hier haben wir die Blümchen. Hier Kreise mit einem X. Ja, hier teilt sich der Block. Da haben wir hier ja, halt Vintage, ne? So, und dann geht es hier weiter. Das ist wie so eine Art, ob das rüberkommt. Stoff. Dann haben wir hier wieder Blümchen, Struktur, Herzchen in einem sehr schönen Grün. Ja, Watercolor, Struktur, Blau mit weißen Punkten, Holzoptik, das ist auch sehr, sehr schön. Das sind wie so eine Art Regentropfen. Und hier haben wir wieder Struktur,
Und das kommt mir auch bekannt vor, war auch schon mal in einem Blog. So, ja, das war der Vintage Felix. So, dann haben wir noch einen von den unfolierten, und zwar Crunch Felix. Ja, mega. Muss ich nichts zu sagen. Richtig toll. Mal hier so, ich weiß nicht, ob das Mauer oder so sein soll. Hier haben wir so alte Seiten, die man sich einzeln dann wahrscheinlich ausschneiden kann, wenn man denn möchte. Ist wie so eine Art Stoff. Hier haben wir Buchstaben. Wie so zerrissene Zeitung mit Gesso drüber oder Farbe. Hier so ein bisschen so Kompass und Karte ein bisschen. Hier auch nochmal. Ja, das ist mega. Das ist wie so Gekritzel. Richtig cool. Guckt mal. Jetzt könnt ihr das sehen. Weil von Weitem sieht das eher aus wie so, ja, lauter, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Halt einfach irgendwie Vierecke und so. Aber, oder? Ne? Und jetzt könnt ihr sehen, wie cool. Lauter Gekritzel. Richtig cool. Ja, hier. Auch cool. Dann haben wir hier wieder Struktur. Hier alte Postkarten und ein Journal. Hier so Vierecke zum Aufschneiden. Hier haben wir wieder ein bisschen Struktur. Nochmal Struktur oder eher ein Stoff, ein verranzter Stoff. Ja. So Ausschnitte mit verschiedenen Schriften, wie von so Postkarten oder Briefen. Hier lauter Stempel drauf. Den gab es aber auch schon mal. Dann haben wir hier wieder Struktur. Blätter. Ja, hier auch ein bisschen angeranzt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mit Postcard, ein bisschen Stempel drauf, wie so Briefe zusammengefügt. Ja, Karte. Struktur. Struktur. Und das gefällt mir am besten. Schrift. Richtig cool. Und das war der Grunge Feelings. So, das waren die 6 Blöcke, die unfolierten. Und jetzt kommen die folierten. Die unfolierten kosten 1,99, die folierten 2,65. Die sind tick teurer geworden. Und hier haben wir den, wie heißt er? Colorful Marbles. Ich bin gespannt, ich habe selber noch nicht reingeguckt. Cool, gefällt mir schon mal sehr gut. Und hier haben wir die Punkte foliert. Ja, das ist, wie gesagt, nicht so meins. Aber ausschnittweise kann man das mit Sicherheit gut nutzen. Aber dem einen oder anderen gefällt es wahrscheinlich. Das ist ja Geschmackssache. Da ist nichts, das eine ist nicht besser oder schlechter wie das andere. Ja, ist auch nicht so meins. Da gefällt mir das Folierte mit den Punkten schon besser. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Ich halte es nochmal hoch. Ja, marmoriert. War ein bisschen dezenter marmoriert. Ne? Das gefällt mir schon besser. Ist auch witzig. Und hier haben wir es foliert. Da ist nichts foliert. Hier haben wir so die Punkte drauf. Ich hoffe, ich halte es mal hoch. Ich komme hier immer an das Seidenpapier. Ne? Die Punkte. Und hier sind die Punkte foliert. Da könnt ihr das sehen. Genau. Ja. Wie so ein Batikmuster. Hier nochmal. Ja, das ist eigentlich auch nicht meins. Überhaupt nicht. Dann haben wir es hier foliert. Hier haben wir marmoriert mit Punkten. Und dann haben wir marmoriert mit Punkten foliert.
So, ja, das gefällt mir wiederum. Schön bunt und knallig. Und hier mit foliert. Richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Vor allem, weil es dezent auch ist. Dezent foliert. Hier haben wir wieder marmoriert. Hier auch. Da ist auch nichts drauf foliert. Hier auch so. Marmor. Und hier Marmor dezent foliert. Man muss es mögen. Obwohl, wie gesagt, wenn man nur so einen Ausschnitt nimmt, sieht das Ganze auch wieder ganz anders aus. So, und hier nochmal foliert. So, Colorful Marples. Ein folierter Block. So, die nächsten drei, die kommen, habe ich euch schon gezeigt, aber vielleicht hat nicht jeder das Video gesehen, deswegen zeige ich die alle hier nochmal. Das ist der Botanic Florals. Da gehe ich jetzt ein bisschen schneller durch. Das ist gepunktet, ganz zart, und hier ist es foliert. Weiß ich, ob das, na, mit rosa. So, hier ist nichts foliert. Hier haben wir wieder die Blümchen. Das ist auch nichts foliert. Hier so ganz, ganz feine Struktur. Und hier mit ganz viel Folie. Rosa Folie. Nicht foliert. Und hier ist es einigermaßen dezent foliert. Hier so ein Verlauf mit Pünktchen. Ne? Hier ist Blanco. Und wenn man dann so, die Punkte werden kleiner oder größer, je nachdem von welcher Seite man guckt. Und hier haben wir das Ganze halt foliert. Da seht ihr den Glanz. Ne? Cool. Ja, auch sehr schönes Papier. Das hat es aber auch schon mal gegeben. Und hier wirklich ganz dezent foliert. Ich hoffe, ich kann das einfangen. Cool. Ne, grün mit hellgrünen Punkten. Hier auch nochmal, also nicht foliert. Mit Röschen. Und Röschen, gib ihm. Also richtig foliert. Ja, wieder die Blümchen, die Blumenwiese, Sommerblumenwiese mit Folie. Schwupps. Hier haben wir wieder grün mit so ein bisschen Struktur drin. Zweimal nicht foliert. Dann haben wir hier die Federn und die Federn foliert. Und wieder die Blümchen. Zweimal unfoliert. Dann haben wir hier Blätter und Blätter ab und an foliert. Das sieht man sehr gut. Ja, das war der Botanic Florals. So, dann kommt ja hier mein Highlight. Colorful Basics. So, da haben wir hier die Pünktchen und hier sind die Punkte foliert. Da sehen. Hier haben wir die Herzchen. Auch ich finde die Farben ganz toll, aber zweimal nicht foliert. Hier haben wir Streifen und hier haben wir die Streifen silber foliert. Hier haben wir so ein geometrisches Muster. Zweimal ohne Folie. Dann haben wir das Gelb-Zickzack-Muster. Einmal foliert. Ja, das finde ich wiederum ganz cool. Und das ist zweimal unfoliert drin. Das finde ich auch richtig cool. Eine ganz tolle Farbe. Und zwar sind da wie so Sternchen drauf und einmal kommt das Ganze in foliert. Dann haben wir hier diese, ja, wie Fischschuppen und einmal foliert. Die großen Punkte und die großen Punkte foliert. Dann hier wildes Konfetti und wildes Konfetti silber foliert.
Ich glaube, so ist das ganz gut mit dem, dass ich, da kann, sieht man das Folierte, ne? So, hier einmal Rauten unfoliert und Rauten mit Silber foliert. Ja, der ist ja auch ganz witzig, ne? Richtig cool. Und das ist zweimal unfoliert. Dann haben wir hier die Herzchen. Einmal foliert. Und hier haben wir wieder die Sternchen. Und die sind zweimal unfoliert. Hier haben wir blau mit weißen Punkten. Und einmal blau mit silbernen folierten Punkten. Ja, das ist der Colorful Basics. So, dann kommen wir zum letzten. Und zwar zu dem Black and White. So, schwarze feine Streifen, zweimal, beides unfoliert. Dann haben wir hier so Kreise oder Pünktchen, unfoliert und einmal in Roségold foliert. Ich hoffe, ja, sieht man. So, dann haben wir hier so, ich muss mal gerade, Achtung, es knistert, das Seidenpapier hier so, so. Na, wie so Kringel und einmal sind die Kringel in Rosé foliert. Das ist ja irgendein Muster. Zweimal unfoliert. Dann haben wir hier schwarz mit verschiedenen großen Pünktchen und einmal foliert. Dann haben wir hier, ja, als wenn man hier so dick, 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 also wie soll ich das, wie ihr wisst, was ich meine, guckt es euch an. So, ne? Wie so kleine, feine Striche. Haben wir zweimal drin. Unfoliert. Dann haben wir hier so Wellen. Und einmal sind die Wellen foliert. Dann haben wir hier so ein Muster. Und einmal ist dieses Muster auch foliert. Dann haben wir hier wie so Sterne oder Blumen oder Pusteblumen. Je nachdem, wie man es sieht. Und hier sind die foliert. Dann haben wir hier die Blümchen oder die Blätter, ne, und hier einmal foliert. Und hier haben wir wieder dieses wilde Muster und hier foliert. Hier haben wir wieder Kreise in verschiedenen Größen, zweimal unfoliert. Hier haben wir schöne Sachen zum Ausschneiden, einmal unfoliert und einmal, ja, seht ihr, so glänzt das ein bisschen, ne, foliert. Streifen und die Streifen foliert. Schwarze, also weißes Papier mit schwarzen Punkten, zweimal nicht foliert. Und das war's, ihr Lieben. Ja, das waren die 8 Blöcke vom Action. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Den einen oder anderen werdet ihr in verschiedenen Videos gesehen haben schon. Ich habe sie jetzt alle zusammen und dachte, ich mache noch mal ein Video mit allem drum und dran, dann habt ihr alles beisammen. Ja, ich hoffe, es war informativ. Kommt in meine Facebook-Gruppe, da werde ich die alle jetzt abfotografieren und die Artikelnummern einstellen. Wie gesagt, ihr müsst gucken, ob ihr sie bestellen könnt oder nicht. Auf jeden Fall wisst ihr dann, wie die Artikelnummer ist. Ja, sorry, logisch, ne? Ja, nochmal ein Thema zu meiner Facebook-Gruppe. Jeder ist herzlich willkommen, aber sollte Abonnent meines Kanals sein. Sonst sehe ich da keinen größeren Sinn hinter, weil ich habe Arbeit damit. Ich mache das gern, aber auch ich habe einen Alltag und so ein bisschen Anerkennung wäre halt schon schön. Und meinen Kanal zu abonnieren ist einfach kostenlos, kostet euch nichts, ist für mich Anerkennung und ich denke, das ist doch so, ja, Win-Win von beiden Seiten. In meiner Facebook-Gruppe ja, findet ihr sowas. Ihr könnt euer Gebasteltes posten, eure Einkäufe posten. Ich mache Tauschaktionen, Goodie-Bags im Moment. Da läuft eine Aktion. Aber nicht zu oft, sonst wird es halt auch zu viel. Ich frage euch immer ab, seid ihr jetzt fertig? Wollen wir nochmal eine neue Aktion starten? Ich habe angefangen, Videos exklusiv früher dort zu posten, dass nur Kanalmitglieder das sehen können, also nur die in meiner Facebook-Gruppe sind, über Link das Video sehen können. Und ja,
Für die breite Masse kommt es dann halt Stunden später oder einen Tag später, je nachdem, wie ich es gerade so schaffe, dann mit Freischießen. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Auch die Facebook-Gruppe ist halt kostenlos. Die Bedingung wäre halt, meinen Kanal zu abonnieren. Es gibt immer Sachen, warum man das nicht abonniert. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin gar nicht bei YouTube angemeldet, weil ich das nicht möchte, meine Daten dazu hinterlassen. Ist natürlich kein Thema, nur ich muss es halt wissen. Aber ansonsten tut es nicht weh, einfach ein Abo dazulassen, die Glocke zu aktivieren, ein Däumchen zu geben und vielleicht einen Kommentar. Und wenn es nur ein Smiley ist oder ein Herz oder keine Ahnung, oder ein Hund oder eine Katze oder ein Einhorn oder ein Lama, freue ich mich auch drüber. Ihr Lieben, in diesem Sinne, ich hoffe, es war sehr informativ für euch. Ich freue mich über die Blöcke, freue mich damit, was zu werkeln. Ich habe ja im Moment hier genug zu werkeln, weil ich noch alles ausprobieren und machen muss. Werde ich euch auch dran teilhaben lassen. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet wieder ein. Und das Allerwichtigste, bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss.